Kommazahlen in Prozent zu verwandeln, ist genauso leicht. Eigentlich noch leichter als bei Brüchen, da muss man sich überhaupt keinen Kopf machen. Also normalerweise heißt das richtig Dezimalzahlen in Prozent verwandeln. Gucken wir uns mal an, wie das funktioniert. Hier, ich habe schon das Beispiel vorbereitet. Ich habe zwei Kommastellen hinterm Komma, also kann ich das getrost in 7/700 umschreiben. Dürfte nicht schwer sein, ergibt also 7%. Und 0,3, jetzt kann ich mir hier noch eine 0 denken, muss ich nicht. Das sind ja erstmal 3 Zehntel. Warum 3 Zehntel? Eine Kommastelle, also nur eine 0. Aha, na dann muss ich erweitern. Erweitere ich eben mit 10, dann habe ich unten 100 stehen und oben steht 30. Also 30 Hundertstel ergibt dann 30%. So geht das immer weiter. 1,19. Na und? Macht doch nichts. Ich habe hier 2 Kommastellen. Naja, was mache ich draus? Ich schreibe mal in schwarz weiter. Dann habe ich hier 100. Aber wie viel? 1, 2, 3 Zahlen müssen oben drauf, nämlich 119. Also kann ich, und sowas gibt es, das kann größer als so ein Grundwert erscheinen, also ergibt es 119%. Das rechnet man dabei brutto und netto und solche Sachen. Also Kaufleute kennen sich mit sowas ganz super aus. Was mache ich aus 5? Ach, 5 Ganze? Na, mache ich doch mal mit einem kleinen Trick. Mache ich doch mal Eintel draus. Und erweitere jetzt. Wie komme ich auf Hundertstel? Na, unten mit 100 und oben mit 100 multiplizieren. Ergibt 500 Hundertstel. Und das ist 500%. So, ja, eigentlich ganz billig, ne? Und wie das im Einzelnen nochmal geübt wird und solche Sachen, oder wenn ihr es noch ausführlicher haben wollt, na dann schaut ganz einfach hier auf den Link, der hier gleich erscheinen wird. Und dieser Link, der führt euch dann direkt nochmal in meinen Unterricht. Da machen wir das alles noch mit Übungen und ein bisschen ausführlicher und so weiter. Das Schicke ist, ihr könnt in dem Video dann, in dem Unterrichtsvideo, könnt ihr nochmal nach hinten und nach vorne spulen und sonst was und nochmal gucken, was danach kommt, was davor kam, vielleicht nochmal eine grundsätzliche Einführung, solche Sachen. Na gut, ich denke mal, das müsste hierfür genügen, so schwer ist es ja nicht. Die anderen konnten es, warum sollte es nicht auch können? Bis dann im Unterricht. Tschüss.